Alrighty, Lieben, weiter geht's jetzt mit Kanada. Bin ich vielleicht heute schon gefahren. Und da geht's hoffentlich ordentlich weiter. Nach einem schwachen Rennen in China. Also ich kann ja mal die Saison dann zusammenfassen. Wenn ich schon die letzten zwei Rennen resümieren will, kann ich auch die letzten drei Rennen resümieren. Also Kanada ist Rennen Nummer 4. Nummer 1 lief richtig gut. Wir haben den Sieg geholt in Bahrain. Nummer 2 lief nicht so gut in China, unter anderem ein bisschen Spinalat. Habe ich 4 Punkte verloren. Hätten wir durchaus 49 Punkte haben können. Und Nummer 3 lief ziemlich nice in Imola. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie Rennen Nummer 4 läuft. Hoffentlich wieder ein bisschen besser. Und vielleicht bin ich dieses Rennen mit einem anderen Team heute schon gefahren. Bevor ich mich der Ferrari-Karriere widme und wieder zurück in den Haas springe. Und weiß, welche Strategie wie gut sein könnte. Aber es regnet ja jetzt. Ferrari. Mit dem Ferrari haben wir, by the way, einen ähnlichen Schritt gemacht jetzt wie McLaren und wie auch Mercedes. Wird Mercedes trotzdem nicht helfen. Die werden wahrscheinlich trotzdem höchstens 5. in der KWM. Wo sind die aktuell? Ja, die werden höchstens 5. in der KWM dann. Wenn sie jetzt 6. sind. Ja, und Red Bull hat ein bisschen Boden verloren. So, gucken wir mal. Verloren, lol. Soft könnte klappen bis zu den Regenfällen. Schauen wir einfach mal, wie es läuft. Und Kaya, vielen Dank für den Tier 3 Sub in den 20. Du Verrückter. Ich weiß, du siehst das. Was geht, mein Lieber? Wie geht's bei dir eigentlich voran? Ja, das ist jetzt, by the way, für mich Rennen 4, was ich fahren werde am heutigen Tag. Rennen 3 der Ferrari-Karriere im Stream, was ich heute fahre. Und danach werde ich wieder in den Haas steigen und weiterfahren. Das ist halt echt strange. Ich habe mir vorgenommen, unabhängig davon, was ich im Voraus produziert habe oder sonst was, dass ich eine Woche keinen Kontakt zu irgendwas habe, was mit YouTube zu tun hat. Was ich werde brechen müssen, weil es Sachen gibt zu Spielen, die bald, irgendwann oder wie auch immer erscheinen, die man sich vielleicht anschauen könnte. Test Drive Sherlock Crown oder so? Nein, Spaß. Ich troll euch wirklich nur. Keine Sorge. Aber, nee, mal gucken. Es gibt immer wieder immer was zu tun, aber ich werde einen großen Teil, ich werde einen sehr, sehr großen Teil ausklammern aus meinem Leben und versuchen mal eine Woche wirklich, ja, auch wenn es ein bisschen durch Zwang jetzt ist, und auch wenn es für die Leute, die es jetzt auf YouTube zum Beispiel sehen, in der Vergangenheit schon liegt, mal eine Woche Pause zu machen und wirklich den Kopf frei zu bekommen. Und Kaya, ja, wir werden vor der OP quatschen. Alles gut. So, und das wird tatsächlich das erste Mal sein, wo ich eine Woche lang nichts mit YouTube zu tun haben werde, seit meinem Uni-Abschluss 2019. Na, größtenteils halt nicht, ne? Ich werde trotzdem Sachen machen müssen. Keine Ahnung, spätestens wenn der Steuerberater anruft und sagt, hey, wir brauchen nochmal das und das und das, werde ich da sitzen und sagen, nein, ich wollte Pause machen. Aber, ja, nee, so oder so, das wird halt, wird schon alles. Aber, wenn ich jetzt mal von Studium auch absehe, ist es, glaube ich, das erste Mal, dass ich wirklich eine Woche ohne irgendwas Arbeit oder, also Beruf oder sonst was Mäßiges, im Kopf rumschwadroniere, seit tatsächlich meinem Abitur. Also das wird das erste Mal sein, dass ich wirklich eine Woche nichts zu tun habe. Das ist crazy. Also noch vor YouTube-Start, darauf geht's zurück. Krass. Ach, und kurz at Kaya, wir können vielleicht gerne heute Abend nochmal quatschen. Hoff, dass man sich da nicht verquatscht und ein bisschen zurück zur Arbeit kommt, aber das wird. Oder morgen nach Imola oder sowas. Hui!
Let's be one, Dave! Okay, warte mal, letzte Schikane noch gut machen. You are on pole. Thank you. Ah, oh, Kuss auf den Bizeps. Mwah. Und Carlos Sainz ist auf P5. 9000stel hinter Lando Norris. Ja, und dann zumindest einer der Mercedes ist echt schlecht. Ja gut, ich habe übrigens sehr viele Sachen vorbereitet, was ich machen könnte während meiner Auszeit. Also ich habe sehr viele Filme auf dem iPad. Ich habe sehr viele Bücher theoretisch, die ich lesen könnte. Und halt natürlich auch die PSP-Games auf der PS Vita. Viel Stuff. Viel, was man machen kann. Oh, stimmt. Warte mal. Regen. Deswegen bin ich gegen Regen. Regen hört nicht auf, mich aufzuregen. Regen macht mich tierisch depressiv. Immerzu und immer wieder schlägt er nieder, schlag mich nieder. Nidalee ist sein Champion in League of Legends, das seit 2009 besteht. Was? Oh Gott, vielleicht gehe ich auch auf die Medium-Reifen und fahre einfach so lang durch. Ich gehe mal auf 36 Runden Sprit, weil ich weiß nicht, ob ich Probleme mit Sprit haben werde oder nicht. Auf geht's. Und der Red Bull bremst viel zu spät. Der ist ja komplett vor der Strecke Richtig, das war mein Fehler, dass Verstappen mir volle Kanne hinten reingefahren ist und dann komplett übers Ziel hinausgeschossen ist. Das hat er einfach komplett selbst versemmelt, der Dude. Und Carlos Sainz gern dem McLaren vorbei, Dude. Hat einfach die Tür zugemacht, ne? Muss er halt gucken, wie er zurechtkommt. Und das war zum Beispiel jetzt mein Fehler. Genau wie das davor Verstappens Fehler war. Das war kein Flügelschaden. Wo ist eigentlich Perez? Perez auf 5, 6. Max Verstappen verliert hier gerade Zeit zu Hamilton. Wetterbericht. 5 Minuten? Bruh. Ich bin so schlecht.
Jeff, das ist mir gerade so egal. Jetzt hör doch mal auf. Laber nicht, Digga. Ich will wissen, ob ich Flügelschaden hab. Okay, keine. Ganz kurz, ich teste mal was. Okay, ich kann noch Flügelschaden bekommen. Das war das Einzige, was ich herausfinden wollte. Dreizehntel Rückstand. Neunzehntel zu Mazepin. Noch sieben. Und 7 zu Sainz. Wie groß war der Abstand? 14,7? Kann es im Chat jemand gerade confirmen? Könnte es im Rennen regnen? Ja. Okay, danke. Und vielen Seiten die Bestätigung. Fragen wir mal direkt nach. 14,5. Also wir haben 2 Zehntel, glaube ich, aufgeholt, ja. Keine Zehntel verloren sogar. Eins, zehn, neun Pferde.
Okay, er hat gerade wahrscheinlich mit Verstappen gekämpft, deswegen war er gerade so slow. Fünf Sekunden nach vorne. Gucken, wie ich jetzt mit Softreifen, mit frischen eventuell nochmal rankommen kann. Haas ist raus. Let's go! Let's go, let's go, let's go! Aber es hat kurz geregnet, oder? Auf jeden Fall jetzt gerade nicht mehr. Ja doch, jetzt wieder. Ich sehe auf dem Auto keine Regentropfen, aber wenn man so ein bisschen ins Bild guckt, sieht man so ein leichtes Rauschen, in Anführungszeichen. So ein paar Bildtröpfchen, Regentröpfchen auf dem Bild. Gott, Russell geht in dieser Runde nicht rein. Jetzt wird auch von dem leichten Regen gesprochen. Also 2,5 Sekunden habe ich durch den früheren Stopp auf jeden Fall aufgeholt. Es hat jetzt die Frage, ob ich Zeit verliere, während wir im Regen unterwegs sind, weil die KI ist auch bei so Mischbedingungen eigentlich immer viel schneller. Auf jeden Fall gerade so ein bisschen. Schadensbegrenzung jetzt in den nächsten Runden, was jetzt erfolgen muss.
Sainz kämpft gerade so ein bisschen mit Verstappen. Ehrenmann. Oder Wingman, koste ihn möglichst viel Zeit, Kumpel. Ich behaupte mal nach Sektor 1 sind wir näher dran. Sechs. 1,6 Sekunden näher rangekommen, Ehrenmann. Bis jetzt hat der Regen noch nicht so viel angestellt. ist Sainz, trotz Überholmanöver, das ist gut. Beiden Aston Martin werden jetzt reinkommen, der erste ist schon drin. Okay, Stroll schon mal hinter mir, das ist gut. Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir noch auf Mediums fahren werden, oder? Nächster Aston Martin drin. Sekunden nach vorne. Wie sieht's aus zum Teammate? Nein. Ist egal. 18,8 zu Hamilton. Elf Sekunden glatt zum Teamkollegen. Der mittlerweile vorbei ist an Verstappen. Das ist sehr cool. Das heißt, der Abstand zu Verstappen ist definitiv nicht 11 Sekunden, sondern kleiner.
Das ist ja das Ziel. Also ich will nicht unbedingt Science besiegen, sondern ich frage ja auch die ganze Zeit nach dem Abstand zu Science, um ein bisschen abzuschätzen, wo Verstappen und wo Perez sind. Und natürlich auch so ein bisschen eine Referenz zu haben, wie gut oder schlecht bin ich gerade unterwegs. Da ist natürlich der Teamkollege der beste Vergleich für. Ich bin ein bisschen verhaspelt mit meinen ganzen Eingaben. Verstappen verliert gerade mächtig Pace. Versteher von Tsunoda. Der fünfte in der Meisterschaft, by the way. Okay, wir werden auf jeden Fall gleich in Richtung Intermediates gehen. Ich bin da halt schon, Kumpel. Ich bin innen, ich bin vorm Scheitel schon vorne und ich bin ganz innen. Ich glaube, es wird echt bald Zeit für Inters, aber noch nicht. Ich glaube, mit Inters fährt man so 17er oder so. Aber ich glaube, wir werden keine andere Slick-Reifenmischung mehr aufziehen müssen. Der Wechsel wird direkt auf Inters erfolgen jetzt. Wer das nicht macht, ist lost. Also eins wird jetzt wieder trocken, ne? Aber ich glaube, es hieß ja, dass der Regen 20 Minuten da bleiben würde. Die beiden Aston Martins sind übrigens relativ dicht dran, ne? Also die haben die Medium-Medium-Soft-Strategie und die sind echt nicht weit weg hier. Alonso mit dem Quersteher, das ist meine Chance. Immer noch 20 Minuten Regen. Wir werden wahrscheinlich auch unter Regen zu Ende fahren. Spiel denkt auch nicht, dass es Zeit wäre für Intermediates. Startziel hat wohl ein Haas irgendwas gehabt gerade. Wir holen auf jeden Fall zu Verstappen auf. Der AlphaTauri kommt besser raus
als Alonso eben. Ah. Oh Gott, Alter. Box, box. Reifenstatus. Ich glaube, in der nächsten Runde könnte es halt spätestens soweit sein. Wir sind halt gerade an der Schwelle. Die Frage ist nur, wann übertreten wir diese Schwelle? Ich riskiere es, weil ich bin gerade eh in der Position, wo ich nicht so super viel zu verlieren habe. Noch ein Ticken zu früh, glaube ich. Halbe Sekunde zu Leclerc verloren. Alonso auf Mediums. Ja, es war ein, zwei Runden auf jeden Fall zu früh. Es war halt nur so schlimm zu fahren, dass ich dachte... Es könnte doch klappen. Kann der bitte aus dem Weg gehen? Jetzt mal im Ernst, du hast einen Motorschaden und fährst... Du dackelst langsam vor mir hin, Alter. Das ist dein Ernst.
Lass mich in Ruhe, Jeff. Halbe Sekunde zu Sainz verloren. Also zu frischen Mediums verliere ich auf jeden Fall. Zu alten. Zum Teamkollegen ja. Zu den anderen weiß ich nicht. Jetzt bin ich schneller. Die Strecke sieht halt aus, als wäre hier komplett Seife drauf. Und erst jetzt sind dann die Inters wirklich schneller. Okay, jetzt sind die auf jeden Fall langsamer auf den Inters. Safe. Auf den Mediums. Ich war gerade fast 2 Sekunden schneller. Über 2 Sekunden sogar. Also die alten Mediums sind echt langsam gerade. Müssten frische Mediums oder Softs haben, damit die schneller wären. Oder halt Inters. Jetzt ist ein Alonso gefahren. Der hat natürlich Verkehr mit Russell dann. Aber der fährt noch schneller, ja. Also trotz aufgehalten werden, war der da schneller eben. Dreißig,9 zu Sainz. Ich verstehe halt den Gameplan von denen davon. Ich fand die planmäßig eine 1-Stop oder was ist da los? Also wenn ich keinen Fehler gemacht hätte, wäre ich wieder im 17er Bereich. Die ersten Martin haben nicht so frische wie Alonso, aber auch nicht so alte wie Sainz. Aber verlieren auch eine Menge Zeit gerade. Also wenn ich halt jetzt mal blöd gerechnet, ne? Pro Runde 2 Sekunden zu Sainz gut mache und jetzt noch 10 Runden weiterfahre, bis halt zum Ziel und die alle nicht mehr reinkommen, hole ich halt 20 Sekunden mindestens auf. Weil, Punkt 1. Okay, der geht an die Box. Es wird mehr regnen und jetzt ist der deaktiviert. Es könnte insgesamt die bessere Strategie gewesen sein. Let's go. Keep pushing, Dave. Warum ist Leclerc eben noch auf Medium gewechselt? Ich verstehe das nicht. Ich will, dass die KI einfach klügere Strategien fährt. Der Red Bull geht raus. Okay, Ricardo vor mir. Ich habe aufgeholt. Ich habe Safe-Position gut gemacht durch die Strat. War zu früh. 3-4 Runden später und ich wäre vor Ricardo. Aber ich habe auf jeden Fall dadurch gewonnen.
5 Sekunden zu Verstappen. Wie sind es bei Sainz? 10-3. Ja, also ein bisschen was gut gemacht. Definitiv. Perez hinter mir. Perez vor mir. Perez hinter mir. Wir machen Punkte zum WM-Führenden gut gerade. Krasses Comeback bisher. Das hätte theoretisch auch ein Sieg sein können, wenn ich mich nicht komplett gedreht hätte und Co. Vielleicht P2, keine Ahnung. Aber das habe ich jetzt wenigstens halbwegs wieder gut umgemünzt. Und wenn ich es jetzt zu Ende fahre, holen wir hoffentlich rund 10 Punkte. Verstappen mit Überrundung. 1-7. Okay, 2 Zehntel hat Ricardo gerade durch den Haas verloren. Bin eine weitere Zehntel dran. Also Ziel ist auf jeden Fall P4 jetzt. Ich weiß nicht, ob es P3 werden könnte, aber P4 ist auf jeden Fall das Ziel gerade. Auf einer freien Runde hatte Ricardo eben eine 18-6. Ich fahre jetzt eine 17-8, 17-9.17-8. Verstappen ist gerade echt langsam. Ricardo kommt sehr schnell an Verstappen ran.
Sorry, Alter. Boah. Gott. Alter. Sorry, Diggi. Ich musste da durch. Ich wollte da durch. Wie ich da durchkam. Unschön. So wollte ich es nicht, aber. Das hätte ich so nicht kommen sehen, alles. Drei Runden noch. Chef, die 10 Minuten interessiert mich nicht. Die 5 eigentlich auch nicht. Die nächsten 2 Minuten sind wichtig. 3 höchstens. Oh Gott, ich habe keine Reifen mehr. Oh no. Das, ja. Das interessiert mich, sorry. Also jetzt mal im Ernst, Jeff würde sich nicht melden am Ende. Oder in der Realität würde sich ein Renningenieur auch nie melden und sagen, hey, der Fahrer, der 5 Plätze hinter dir ist, der hat jetzt gerade Probleme. Du kämpfst zwar gerade um P2, 3 meine ich. Aber P8 hat Probleme. Sogar P8, krass. Quersteher von Verstappen. Gutes Comeback, Alter. Geiles Comeback. Das war wichtig. Wichtig, nochmal so weit nach vorne zu kommen. Boah. Mieser Start, aber alles danach, fast alles danach, war sehr, sehr ordentlich. Meine Güte, ey. Ja, Hamilton gewinnt. Damit ein kleines Mercedes-Comeback, tatsächlich jetzt mit dem stärksten Paket, ist das Team jetzt auch mal vernünftig unterwegs. Ja, Hamilton holt auch die schnellste Runde.
Und mit Valtteri Bottas hat er 28 Punkte in diesem Rennen geholt. Und damit haben wir als Ferrari-Team tatsächlich sogar noch ein bisschen besser gepunktet. Damit gucken wir mal auf die Fahrermeisterschaft. Yes, Alter! Hätte ich das nicht geschafft, hätten wir jetzt 2 Punkte Rückstand zu Perez, wenn ich das Manöver gegen Verstappen nicht geschafft hätte. Und wichtiger als das sogar noch, vielleicht. Nee, doch nicht wichtiger. Verstappen wäre punktgleich mit mir gewesen. Hätte Perez 59, ich hätte 57, Verstappen mit 58. Damit wären wir jeweils einen Punkt voneinander weg. Aber so ist es mir natürlich lieber. Carlos Sainz verbessert sich auf P8, sehr nice. Hamilton verbessert sich auf die 5 und viele Fahrer verlieren dadurch Plätze. 30 Punkte Rückstand nur noch zu Red Bull, weil Carlos Sainz nicht nur ein gutes Rennen hatte, sondern auch wirklich mal Glück hatte oder kein Pech hatte, sagen wir es so, und durchfahren konnte. Mercedes 28 Punkte Rückstand, McLaren dahinter und dann auch Alpine und Alfa Tauri. Ja, gefällt mir. Gute WM bisher. Auch sehr, sehr spannender WM-Stand, ey. Alter Falter, ey. Mann. Wie mir auch jedes Mal das Herz in die Hose gerutscht ist, als es nicht lief. Wo bin ich denn konkret zurückgefallen? Achso, hier jetzt. So, Abfahrt. So, das ist doch ein schönes Bild. Nehmen wir das mal so. Eieiei. In den letzten 2 Videos jetzt immer querstehende Autos gehabt als Thumbnail. Ja, gehen wir weiter. Amazing performance out there. Tja. Alle stehen jetzt unter Druck. Alle anderen. Wir dürfen uns nicht zurücklehnen. Jedes Rennen ist eine eigene Herausforderung. Was ist ihr Geheimnis? Ein großartiges Team und großartiges Auto. Die langweiligste Antwort. Ach komm, jetzt hör auf, ey. So, weiter. Ja. Kanada war hart. Man merkt, so ein bisschen ist mein Redebedarf gerade gedeckt. Alter, das war wirklich, wirklich fordernd, dieses Rennen. Das war wirklich fordernd. Also, ja, das war hart. So, gucken wir mal ganz kurz. Also, Motor sind wir noch nicht wirklich gut vorne dabei, aber beim Rest sind wir ganz gut. Also, Chassis ist okay. Da werden wir gleich Mercedes noch überholen, hoffentlich. Beim Motor sind wir ein bisschen hinterher und da werden wir auch gleich einen Fortschritt, glaube ich, machen. Ja. Wobei an Red Bull, was die Gesamtwertung angeht, von der Performance. Aber hier sind wir noch hinten dran. Also Mercedes und vor allem auch Red Bull im stärkeren Motor. Wastegate-Aktuator. Ganz kurz. Strapazierfähigkeit. Ist das bis zum nächsten Rennen fertig? Nein. Machen wir erst das hier. Wärmeableitende Felgen. Ja, 620 Pünktchen haben wir noch übrig. Wir sind vorbei an Mercedes. Crazy. Stärkstes Auto plötzlich im Feld. Beim nächsten Mal geht es auf jeden Fall weiter. Ja, Stand jetzt haben wir da
Wir brauchen auf jeden Fall nächstes Mal neue Motorenkomponenten, aber ich wechsle schon mal die Sachen fürs nächste Training. Ja, für die Leute auf YouTube, ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wenn es so ist, lasst gerne auch noch oben da, gerne ein Abo raus, wenn ich sie wieder dabei sein. Bis demnächst. Ciao.